Herzlich willkommen zur neuen Ausstellung im Stadtmuseum am Markt oder auch im SAM. 100 Jahre Sammlung Nassauischer Altertümer. Das ist nicht ganz richtig. Die Sammlung ist viel älter. Da kann man ruhig noch mal 100 Jahre draufpacken. Aber vor genau 100 Jahren wurde im Museum Wiesbaden die Sammlung Nassauischer Altertümer als eigene Abteilung eingerichtet. Das ging auf die Initiative des Vereins für Nassauische Altertumskunde zurück, die sich über Jahre hinweg dafür stark gemacht haben. Letztlich, als die Sammlung in den Besitz der Stadt übergegangen ist, dann auch Gehör fanden. Und man glaubt es kaum, mitten im Ersten Weltkrieg wurde die eigene Abteilung im damals noch Städtischen Museum Wiesbaden gebaut. Sie ist nicht 100 Jahre dort gewesen. Seit 10 Jahren befindet sich die Sammlung wieder, kann man sagen, im Besitz der Stadt Wiesbaden. Das heißt, wir haben sogar ein Doppeljubiläum. 100 Jahre Sammlung Nassauischer Altertümer, 10 Jahre die SNA wieder bei der Stadt Wiesbaden. Und wir werden in der Ausstellung nicht alles zeigen können. Über 340.000 Stücke umfasst diese Sammlung. Aus dem Bereich der Archäologie, des Kunsthandwerks, aber auch Gebrauchsgegenstände sind im Laufe der Jahrzehnte angesammelt worden. Vieles davon konnte seinerzeit im heutigen Landesmuseum besichtigt werden. Vor 25 Jahren hatte ich die Gelegenheit einer Sonderführung mit dem damaligen Direktor. Und ich war baß erstaunt, was ich dort alles wiederfand. Nun, die Fachleute wissen, die Sammlung ist dann ausgelagert worden und auch heute befindet sich der allergrößte Teil im Depot. Depot ist ein Stichwort, auf das ich eingehen muss. Wir haben gar nicht alles digitalisiert von dem, was sich in unserem Besitz befindet. Über 340.000 Exemplare, 10.000 davon sind digital erfasst. Auf die haben wir einen schnellen Zugriff. Dann merkt man, da bleibt noch viel zu tun und die Generalinventur ist eine der ganz großen Herausforderungen, vor denen wir in den nächsten Jahren stehen, damit wir dann auch wissen, was wir in der Sammlung haben und vor allen Dingen all die Geschichtsinteressierten, die forschen möchten, die eintauchen möchten in die Vergangenheit, die haben die Möglichkeit dann auch über Software nachzuschauen, was gibt es denn eigentlich und man muss nicht durch die Kisten im Archiv wühlen, um alles zu finden. Doch das ist gar nicht Teil der Ausstellung. In der Ausstellung werden wir nicht alles zeigen können, habe ich schon klar gemacht. Wir werden uns auf einzelne Stücke konzentrieren, die veranschaulichen, was diese Sammlung tatsächlich zu bieten hat. Auch nach 100 Jahren. Schauen Sie sich mal an, was hier gezeigt wird im Stadtmuseum am Markt. Ein Jahr lang wird die Ausstellung laufen. Es wird zwischendrin auch mal Wechsel bei den Exponaten kommen. Es lohnt sich also auch wiederholt hierher zu schauen. Ich kann Sie alle nur ganz herzlich einladen. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich die Sammlung Nassauischer Altertümer an. Herzlich willkommen.